Second. Den Zaubertisch kann man ja einfach wieder abbauen normalerweise, gell? Mit einer normalen Spitzhacke. Ja. Ja doch, stimmt. Nur die nur für die Bücherregale brauchst du Behutsamkeit. Ja. Hier ist eine Effizienz 1 Schaufel gemacht, wenn es ein bisschen schnell geht. Lass mal schlafen. Ja. Alles klar. Ja, Effizienz hilft da schon ein wenig. Wird schon ein klein bisschen flotter. Erde klatschen. Ich wähle auch meistens tatsächlich unter Gras zuerst aus, weil Dirt schneller abzubauen geht als Gras. Mhm. Richtig. Und wenn wir zu viel Gold haben, Goldspitzhacken für Cobblestone. Wenn man dann erstmal das Schienennetz gelegt hat oder so, dann braucht man gefühlt für nichts mehr Gold und dann kann man das dafür auch verwenden. Ja, da ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Ja, was mir auch noch fehlt, ist natürlich. Reicht dafür mein Eisen? Steinsäge wollte ich mir auch bauen. Ich weiß zwar nicht, wofür man die braucht, aber ich wollte sie mir bauen. Genauso wie ein Schleifstein. Und ein Lagerfeuer. Wofür man ein Lagerfeuer braucht, weiß ich aber sogar. Mit dem Lagerfeuer kannst du Dingens bauen. Dingens bauen, genau. Kannst du. Am Lagerfeuer kannst du Essen braten. Sowas. Zum Beispiel. Ganz nice. Auf welcher Höhe muss ich mit den Füßen stehen, dass ich die erst finde? 11. Wie baut man einen Amboss? Oben drei Eisenblöcke. Nee, das und dachte ich wurde revidiert, dass es dass weniger Eisenblöcke kostet, sozusagen. Dann habe ich keine Ahnung. Ah ne, oben drei Eisenblöcke und dann trotzdem das T noch, okay. Ah, ich glaube ganz früher war es oben drei Eisenblöcke, unten drei Eisenblöcke, in der Mitte ein Eisenbarren. Okay, kann sein. Irgendwie sowas. Ich weiß, das Crafting Recipe für den Woodgen. Oh ja, passt, alles klar. Passt, passt. Trotzdem viel zu viel Eisen kostet das. Birkenholz ist auch nur gut für Sticks. Das stimmt gar nicht, mein ganzes Haus ist aus Birkenholz. Na, sag ich doch, sieht noch nichts aus. Mir nicht mehr, schade. Man zahlt ja auch jetzt nicht mehr die ganzen 30 Level, sondern nur so ein oder zwei. Okay.
Okay. 1, 2, beziehungsweise 3. Bis 3. Du musst zwar, glaube ich, Level 30 sein, oder dann zahlst du nur 3 Level. So. Irgendwie sowas. Dann bist du wieder schneller oben. Ja, damals war es ja richtige Farce. Kannst einmal enchanten, hast Scheiße bekommen und dann durfst du wieder fahren bis Level 30. Ja, da haben sich bestimmt irgendwelche kleinen Kinder beschwert. Naja, du musst halt eine richtige XP-Farm oder sowas dann haben. Dann ging's schon gut, dann war's okay, aber halt. Ansonsten war es halt wirklich aufwendig. Ja. Hast dein Haus eigentlich schon fertig dann? Was? Hast dein Haus jetzt schon fertig? Klar. Na hä? Keine Ahnung. Nee. Das dauert noch ein bisschen. Ja, lass einfach wieder Burgen bauen. Das hat beim letzten Mal schon so kurz gedauert. Ja. Nicht so, als wäre meine fertig geworden. Oder ansatzweise in Ordnung gebaut. Geht's? Ja. Ich muss die lachen. Aber wieder. Können wir eigentlich mal auch eine letzte Show zum Beispiel von machen? Ja, so also dumm nur, dass die aktuelle Version nicht mehr jo, da ist. Das ist halt natürlich, das ist natürlich richtig dumm. Ja, dann lohnt sich eigentlich. Eigentlich eine gute Idee. Ja, moin. Ich auch immer ganz witzig finde, ich schaue manchmal Nebris, das ist auch so ein Minecraft-YouTuber. Ja, ich habe es geschaut wegen, weil alle von Cracked Minecraft, also ich weiß nicht, so mit Zeftling und so Leuten auch noch, der ist ja vielleicht eher ein Begriff. Ja. So ein, wie Hunger Games gespielt hatten. Und der ist da halt richtig gut, einfach drin. Also dort gefühlt direkt eine halbe Stunde danach Dia-Rüstung und so, also auch mit Farmen ist das trotzdem. Okay. Und sowas. Und den habe ich dann ein bisschen geschaut. Das sagen natürlich, die haben auch so, der hat auch so ein Model-Let's Play mit noch anderen. Dem sein Upload-Plan. Also der hat keinen richtigen Upload-Plan. Also es kommt halt so einen Monat lang nichts. Und dann kommen an einem Tag 20 Folgen a 30 Minuten. Da ich so, Alter, was ist da los? Das ist richtig witzig dann. Ich fand's richtig witzig. Sogar eine Effizienz.